Hallo, grüß euch und herzlich willkommen bei 1000 PS TV. Wir haben heute das Glück, drei wunderbare Motorräder zum Testen, nämlich die Honda Africa Twin, die KTM 97 Adventure und endlich die Yamaha Tenere 700. Wir haben heute für euch einen wunderbaren Vergleichstest am Start, nämlich mit 90% Offroad-Anteil, also auf nicht befestigten Wegen. Wird richtig leiwand, bleibt dran, geht gleich los. Also, ich habe heute die Ehre, mit zwei ganz erfahrenen Piloten unterwegs zu sein, nämlich mit dem Alu. Servus, grüß dich. Servus, Alu, mit unserem Enduro-Spezialisten. Der hat gestern schon mächtig Gas gegeben auf den Motocross-Strecken. Gehen wir gleich näher darauf ein. Und mit dem Wolf, Servus. Der schon auf der halben Welt unterwegs war. Das heißt, auch mächtig viel Erfahrung auf Schotter mitbringen kann. Und mit den zwei Wahnsinnigen war ich halt unterwegs und habe echt wieder mal irrsinnig viel dazugelernt. War ein mächtiger Tag. Um faire Bedingungen zu schaffen, haben wir uns natürlich auch die gleichen Reifen für diese Maschinen organisiert. Das heißt, wir haben einen Bridgestone BattleX AX41 organisiert und zwar von dem Cerro Profi Power. Ganz genau, da waren wir gestern. Im Zuge dessen haben wir natürlich gleich die Chance genutzt, haben in der Gegend eine kleine Motocross-Strecke gefunden. Da sind wir gleich mit dem Alu hingefahren und der Alu hat die drei wunderschönen Damen auf Herz und Nieren geprüft. Mir ist ein bisschen wieder mal die Kinnlade runtergeklappt. Jedes Mal, wenn ich mit euch unterwegs bin, hagelt es mir aus. Verantwortlich dafür ist in dem Fall jetzt der Alu gewesen, weil der alle drei fast bewegt hat wie ein Motocross oder ein Enduro. Und das Orge war, ich habe jetzt beim Filmen nicht wirklich feststellen können, womit du dir leichter tust. Also du hast das mit allen drei eigentlich gegeben, Alu. Mhm. Kannst uns du kurz ein bisschen was erzählen, Vor- und Nachteile von den Maschinen, beziehungsweise was ist dir beim richtig argen Offroad-Einsatz aufgefallen? Ja, bei mir hat es ja damals 2015 angefangen, ich bin ja damals mit der Africa Twin die Krücker Enduro Raid gefahren. Es ist so eine kleine Rallye dort unten und da sind wir zu zweit mit zwei Africa Twins gefahren und wir haben dort die Plätze 1 und 2 belegt. Und von dann an habe ich das Fieber ein bisschen gepackt. Und dort hat es mir erst in Wirklichkeit gezeigt, was mit den dicken Mädels da eigentlich wirklich möglich ist. Und ja, jetzt dieses Jahr sind neu gekommen eben die Yamaha Tenere und die KTM 97, die da auch in die gleiche Schiene reinschlagen und die halt noch ein bisschen mehr den Offroad-Anteil für sich beanspruchen und sagen, erst ich bin sportlicher, ich bin mehr Offroad als wie die Konkurrenz. Ja, gestern Motocross-Strecke Bahndorf. Wir haben irrsinniges Glück gehabt. Es hat ringsum geregnet, nur dort war es komplett staubtrocken. War eine lustige Geschichte. Aber um dann auf deine Frage einzugehen, welche von den dreien da jetzt am Offroad tauglichsten ist, beziehungsweise im harten Gelände wirklich am Offroad tauglichsten ist, das kann man jetzt nicht so pauschal mit einem Satz beantworten. Also es sind alle drei Motorräder haben dort gestern super funktioniert, aber du merkst halt Unterschiede. Also eins kann man gleich vorweg sagen, die sportlichste und die am straffesten abgestimmteste ist definitiv die KTM. Verwundert nicht, wenn man anschaut, von wo sie herkommt. Ich glaube, die letzten 20 Jahre hat KTM die Dakar gewonnen. Auch im Hard-Enduro-Bereich eigentlich seit 10 Jahren, 20 Jahren die Top-Marke. Da verwundert es eben nicht, dass KTM auch bei der 97er Adventure da den Anspruch stellt, das sportlichste Motorrad zu sein und den auch erfüllt.
am anderen Ende ist dann die Afrika Twin zu Hause. Es gingen auch alle Sachen mit ihr. Du kannst mit ihr genauso auf der Motocross-Strecke herumfahren, du kannst mit ihr genauso springen. Nur sind halt zum Beispiel die Fahrwerksabstimmung ist deutlich wacher, deutlich sanfter. Du schlagst halt viel schneller durch. Und was mich bei der Afrika Twin dann auf der Cross-Strecke ein bisschen gestört hat, war, dass auch wenn man die Elektronik komplett abgeschalten hat, dass mir dann, ich weiß nicht, entweder kommt es mir nur so vor oder ist es wirklich so, dass die Elektronik dann trotzdem ein bisschen eingreift und mitregeln probiert. Das habe ich ein bisschen komisch gefunden, aber ich sage mal, das, was 99,9% der Leute damit machen, für das ist sie allemal gut genug. Also wenn man ein bisschen ins Offroad fahren will und auch wenn man ins härtere Gelände fahren will, kann die Afrika Twin trotzdem. Mhm. Und genau dazwischen ist eigentlich die Yamaha Tenere, die 700er. Neu auf den Markt kommen, ein Spitzenmotorrad, komplett ohne den ganzen Elektronik-Vierlefanz, den ich gestern auf der Motocross-Strecke sowieso nur ausgeschaltet habe, beziehungsweise in die am schwächsten geregelte Stufen gestellt habe. Und ja, also die ist um den Tick, sage ich mal, unsportlicher als wie die KTM. Ist vom Gewicht her ziemlich ähnlich. Wobei man dazu sagen muss, die KTM ist handlicher aufgrund der zentralen Massen. Und man merkt es auch, da unten zum Beispiel der Tank, der ist ziemlich weit nach unten gezogen. Dir sage ich es jetzt unter vier Augen, schaut scheiße aus, aber ist natürlich für die Handlichkeit ein mörderisches Plus. Und auch der Motor, der ziemlich weit unten angeordnet ist, ist irrsinnig handlich. Ja, also KTM, wie immer ready to race, Alu, gell? Das kennen wir eh schon. Honda. Die eierlegende Wohlmilchsau, Fernreise tauglich, geht aber gut im Gelände. Muss man jetzt auch dazu sagen, das Ding, wir haben die DCT-Version da, gell? 242 Kilo, also doch deutlich mehr als. Dann fast 35 Kilogramm mehr als wie die zwei anderen. Ja, also da ja, natürlich geht das dann, das merkt man auch auf der Motocross-Strecke, also speziell auf der Motocross-Strecke eigentlich. Also, gell? Und Tenere haben der Wolf und ich ja schon das Glück gehabt, auf der Tenere-Tour zu testen und zu fahren und das Ganze zu erfahren. Du warst heute das erste Mal unterwegs damit, Alu. Ist dir jetzt im Speziellen irgendwas aufgefallen, was dich da ein bisschen stört, was dich irritiert? Jetzt so beim ersten Gebrauch auf die Karren, gibt es da ein paar Punkte, wo du sagst, naja, nicht so deins, oder ist das eigentlich so ein wunschlos glücklich Paket für dich? Nein, du, in Wirklichkeit ist mir jetzt nichts Schwerwiegendes aufgefallen. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, gestern auf der Motocross-Strecke, wo es halt wirklich beim Springen und beim Kurvenfahren, merkst du, dass das Display massiv vibriert und dass das ordentlich herreißt. Aber was ja, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Aber ansonsten tiptop Motorrad. Ja, speziell, wenn man sich einmal überlegt, was das für ein Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Ist ja doch die deutlich günstigste im Feld, muss man sagen. Ja, mit dem Cockpit ist mir auch aufgefallen. Aber ansonsten bist du happy, oder? Mit alle drei unterm Strich eigentlich. Also jetzt keine, wo du sagst, im Gelände irgendwie geschissen, oder? Nein, also von geschissen sind wir da bei jedem Modell meilenweit entfernt. Und es hat jedes eine Berechtigung. Jedes von den Motorrädern ist ein Spitzenmotorrad und bewegt sich auf einem irrsinnig hohen Niveau. Also wenn wir irgendwann für die drei Motoren kauft, hat er definitiv keinen Fehler gemacht. Dann haben wir dann noch zu meiner Rechten im Wolf, der Erfahrene, der die halbe Welt schon bereist hat, Wolf. Du bist irrsinnig viel auf Schotter unterwegs, habe ich schon gesehen. Du machst auch sehr viele Reifentests, habe ich gesehen, natürlich auch Vergleichstests. Speziell Reiseenduros ist eigentlich dein Fachgebiet, Wolf, gell? Wie geht's dir jetzt so mit diesen drei? Kannst du uns da auch noch einen kleinen Überblick geben? Wie du schon gesagt hast, ich schaue mir das immer ein bisschen nach den Reisequalitäten an. Also es steht ja Reiseenduro drauf und ich schaue dann immer ganz gern, wie viel Reiseenduro ist auch wirklich drinnen. Ich fahre nicht so über die Großstrecke wie der Alu, aber ich fahre eben solche Strecken, wie wir heute gefahren sind. Ich habe euch mitgezahlt auf einer meiner Hausstrecken, auf dem Hochwechsel rauf, da haben wir Schotterstrasseln. Ich schaue mir das immer ganz gern an, wie viel Reiseenduro steckt drinnen. Und das steckt in allen drei sehr viel Reiseenduro. Wenn ich jetzt an der Wertung mache, eine Wertung kann ich gar nicht machen. Das ist ein Test, wo ich keinen Sieger finde, weil jede ihre Qualitäten hat. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir da heute herausarbeiten, welche Qualitäten hat auch jede? Für wen ist die richtige? Ein Afrika Twin ist ein irrsinnig ausgewogenes Motorrad, wo der Komfort sehr hoch oben steht. Und wenn ich zu zweit auf Reise gehe, wenn ich mit Sozi auf Reise bin, mit viel Gepäck, dann ist es sicher von den dreien die beste. Mit Sozi wird man dann auch wahrscheinlich nicht die wilderen Offroad-Stückeln fahren oder die wenigsten. Und das kann es alles, was man damit fahren wird.
Und ich habe ein bequemes Fahrwerk, ein komfortables, das einiges schluckt auch und man kann trotzdem andrucken. Man merkt ganz einfach, es ist die einzige Tausender in dem Reigen und die hat dann natürlich auch mehr Punch. Nominell gleich für PS wie die KTM, aber man merkt es dann schon oben raus, ein Tausender ist ein Tausender, da braucht man nicht drüber reden. Die KTM ist, wie der Alla schon gesagt hat, die sportlichste. Wir haben ja eigentlich gehofft, oder wir haben eigentlich wollen ursprünglich die 790R mit der Tenere vergleichen. Wir haben eine normale gekriegt, was vielleicht eh gescheiter ist, weil es vom Preis her ähnlicher ist, weil es von den Fahrwerkskomponenten ähnlicher ist, der Tenere. Das wäre vielleicht eher ein bisschen ein unfairer Vergleich gewesen. Aber wir haben eine gekriegt, die gebeamt ist auf eine R. Das heißt, wir haben eine normale 790 Adventure mit dem hohen Kotflügel, mit der durchgehenden Rallye-Sitzbank, mit dem niedrigen Windschild. Sie hat auch den Rallye-Mode, den ich sehr empfehlen kann, weil man da auch dann die Traktionskontrolle und das alles individuell anpassen kann. Also wenn ich mal eine normale 790 Adventure nehme, dann nehme ich es genauso, wie die da steht. Also mit diesen ganzen Sachen. Niedriger Windschild ist vielleicht nicht jedermanns Sache, weil auf der Autobahn, du hast es heute erlebt, wir haben auch auf der Anreise ein Stück Autobahn dabei gehabt. Der Platz dann schon ganz schön ins Gesicht. Aber das ist dann natürlich, wenn ich Schotterstrecken fahre und so ein bisschen diffizilere Sachen fahre, dann sehe ich mehr vom Boden als mit einem hohen Windschild. Und das ist auch für Leute, die vielleicht nicht so gut sind mit der Adler, ganz wichtig. Also ich bin schon froh, wenn ich ein bisschen was sehe vom Boden. Und da sind wir jetzt wieder beim Offroad-Fahren. Der niedrige Schwerpunkt ist halt schon ein Hammer. Und ich sage immer, wenn ich drauf sehe, dann sehe ich nicht, wie das Motorrad ausschaut. Und das ist schon die Kombination aus ein bisschen niedrigerer Sitzhöhe, zum Beispiel aus der Tenere und diesem niedrigen Schwerpunkt, macht sie ganz einfach in diffizilen Gelände am handlichsten. Das muss man sagen, da kannst du am enduromäßigsten fahren, wirkt sie wahrscheinlich am meisten aus bei Leuten, die nicht so gut sind, weil die sich einfach sicherer fühlen. Aber, und jetzt bin ich schon beim Aber, das ist ein Mörderradl. Die erinnert mich, wie es früher war. Die ist irrsinnig schlank, also schaut mörderisch aus und sie ist auch gut zum Fahren. Also sie hat ein gutes Fahrwerk, das Ansprechverhalten ist gut, der Schwerpunkt ist halt höher, dadurch bist du vielleicht bei kniffligen Passagen nicht ganz so sicher, aber mit ein bisschen Wahnsinn kann man das alles natürlich wieder wettmachen. Was ich jetzt, wenn ich jetzt an Reiseding denke, ich werde es in den nächsten Wochen dann eh testen, wenn ich damit nach Montenegro fahre, aber du hast einen sehr hohen Tank. Also der Tank ist um einiges höher als bei den anderen. Und wenn ich da jetzt einen Tankrucksack zum Beispiel drauf packe, dann kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen störend ist. Das werde ich mir anschauen auch noch. Aber alles in allem ein Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Motorrad, das seinesgleichen sucht. Also wir haben ja geredet, die kostet glaube ich 10.500 Euro. Das ist ziemlich weit entfernt von den anderen. Du hast bei den anderen sehr viel Technik drinnen, sehr viel elektronische Features. Die sind natürlich gut, speziell auf der Straße. Machen wir uns nichts vor, die Entwicklung, das hat schon einen Sinn alles. Aber das kostet auch was. Und wenn du jetzt eine leistbare Reise in Enduro willst, dann ist das sicher für viele die erste Wahl, weil sie eben auch so ziemlich alles kann. Also du kannst damit Autobahn gemütlich fahren, es ist kein Problem, lange Etappen. Sie wirkt für mich auch gefühlt stärker als die 74 PS, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich habe nie das Gefühl, dass die 20 PS weniger hat als die anderen, oben raus vielleicht ein bisschen, aber von der Übersetzung her unten, das geht richtig gut, da gibt es überhaupt nichts. Okay, der Tank ist kleiner mit 16 Liter, das heißt die Reichweiten werden wahrscheinlich nicht, du wirst um die 300 anstehen, also viel weiter wirst du nicht kommen. Das ist vielleicht nicht ganz der Anspruch einer Tenere, so wie eine Tenere immer war, die immer waren bekannter für den platten Tank und für die endlose Reichweite. Da steigst du ab und steigst den Dakar ab. Also das ist mit der ja natürlich nicht so. Da musst du schon ein bisschen vorausschauen in der Fahrt, wenn du in Albanien oder irgendwo unterwegs bist, wo du nicht so ein dichtes Tankstellennetz hast wie bei uns. Aber alles in allem ist das ein Motorrad für die Offroad-Reise oder für die gemischte Reise. Und ich glaube auch zu zweit. Also natürlich, zu zweit ist die Afrika Twin die erste Wahl. Die KTM vielleicht, weil es mehr Kraft hat, die zweite und die nur die dritte, wenn man zu zweit ist. Aber alleine kommt es darauf an, wo du hinfährst. Also ich sage jetzt, wenn du hauptsächlich Schotter fährst, die oder die.
Obwohl es die auch kann, aber wir sind wieder beim Thema. Wir sind nicht viel gescheiter als vorher, oder? Ja, das ist wirklich heute ein bisschen unser Problem. Wir diskutieren heute schon eigentlich den ganzen Tag und versuchen, irgendwie einen Gewinner zu ermitteln oder zumindest zu sagen, ja, die ist definitiv besser im Shodder oder die ist definitiv besser im ganz harten Gelände. Aber unterm Strich muss man schon sagen, es kommt immer auch ein bisschen auf den Fahrer an und was man im Endeffekt wirklich vorhat mit dieser Maschine. Die meisten Leute, die sich sowas kaufen werden, werden wahrscheinlich jetzt nicht 90% oder gar 100% im Gelände oder im schweren Gelände unterwegs sind. Dafür gibt es ja auch andere Sachen. Aber wenn ich sage, ich will nur ein Motorrad und ich will alles machen, und zwar wirklich alles, von der weiten Reise bis zum Gelände, von mir aus auch einmal eine Schodergruben mitnehmen im Vorbeigehen oder so, Sozia fahren, Gepäck mitnehmen, also wirklich ein volles Motorradleben, dann ist für mich persönlich die Afrika Twin eigentlich schon die, der ich das alles am meisten zutraut. Wir haben genug Reserven, wir haben das Gewicht, okay, aber dafür kann ich halt auch wen mitnehmen, ohne dass ich jetzt irgendwie Probleme kriege. Also für mich persönlich muss ich sagen, wenn ich jetzt sage, ein Motorrad und sonst nie wieder eine andere, wird es wahrscheinlich die Afrika Twin werden. Für mich jetzt. Ja. Das nächste bei der Tenere, du hast das eh auch schon angesprochen, super Leihwand, im Shodder Leihwand, 16 Liter Tank, nimmt man da jetzt, wenn ich sage eben Fernreisetauglichkeit, ein bisschen, ja, 300 Kilometer oder was, du bist jetzt länger damit unterwegs gekommen, viel weiter geht sich glaube ich nicht aus, hast du gesagt. Ja, das ist jetzt die Frage, ob das Leihwand ist, wenn ich wirklich sehr weit reise. Auf der anderen Seite, heutzutage ist die Tankstelle jetzt eh schon groß genug, muss man vielleicht für sich selber wissen, ja. Und bei der KTM ist definitiv so, wie der Name schon sagt, ready to race, sportlich, straff, so wie alle anderen KTMs auch. Die ballert halt richtig auch gescheit dahin, 95 PS bei 790 Kubik. Verdichtung ist, glaube ich, da auch am höchsten. Also KTM typisch, wer sportlich, wer so wissen will, wer anrauchen will, sitzt da wahrscheinlich sicher am liebsten drauf. Zahlen, Daten, Fakten. Faktenfall ist leider nicht mit am Start. Ich probiere es jetzt auch, ich habe auch ein paar Zahlen und Daten aufgeschrieben. Wir fangen an mit der Honda Afrika Twin. Da haben wir 998 Kubik, 95 PS, 98 Newtonmeter bei 6000 Umdrehungen pro Minute. Einen 18,8 Liter Tank haben wir. Sitzhöhe von 870 bzw. 850 mm, je nach Sitzbank. Gewicht vollgetankt. 232 Kilo, bei unserer Version aber, die DCT-Version, sind es sogar 242 Kilo. Federweg vorn 230, hinten 220 mm und eine Bodenfreiheit von 250 mm. KTM 97 Adventure. 799 Kubik, 95 PS, 88 Newtonmeter bei 6600 Umdrehungen pro Minute. Wir haben einen 20 Liter Tank. Da unten. Sitzhöhe haben wir zwischen 830 und 850, gibt es auch wieder zwei verschiedene Höhen. Gewicht haben wir Gott sei Dank vollgetankt dieses Mal, KTM untypisch, aber wir haben es für euch, 210 Kilo, wenn wirklich alle Flüssigkeiten drinnen sind. Federweg vorne 200, hinten ebenfalls 200 und eine Bodenfreiheit von 233 mm. Yamaha Tenere 700, 689 Kubik, 73 PS, 68 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen pro Minute, fühlen sich sogar noch ein bisschen mehr an, wahrscheinlich der Übersetzung geschuldet. Dann haben wir einen 16 Liter Tank, eine Sitzhöhe von 880 mm, Gewicht vollgetankt, 204 Kilo, Federweg vorne 210 mm, Federweg hinten 200 mm und eine Bodenfreiheit von 240 mm. So, Honda Afrika Twin. Praxiserfahrungen. Burschen, wie schaut's aus? Fangen wir vielleicht gleich einmal an. Sitzposition. Wie ist euch da gegangen auf der Afrika? Habt ihr euch wohl gefühlt? Ja, absolut. Also der Kniewinkel ist, glaube ich, der entspannteste von den drei Motorrädern. Also da sitzt recht aufrecht, also sehr bequem. Definitiv das Gleiche. Also die bequemste Motorrad. Man merkt es auch, wenn man die Sitzbank von hinten, die Flucht anschaut, sie ist deutlich breiter als wie die anderen. Macht natürlich auch den Schrittbogen dann ein bisschen größer. Somit sind die 850 mm nur relativ betrachtet. Sie ist doch dann eher für größere Fahrer geeignet. Mhm. Und auch, glaube ich, für die Sozia mit am bequemsten von den drei Motorrädern. Genau, machen wir vielleicht gleich weiter.
mit dem Windschutz. Wir haben es vorher eh schon angesprochen, wir haben eine ganz kurze Anreiseetappe gehabt auf der Autobahn. Da bin ich zum Handguss gekommen mit der 97er Adventure von KTM zu fahren. Da ist mir wieder mal aufgefallen, was ein Windschild eigentlich ausmachen kann. Ja, kurz ist im Gelände schön, wenn es zu kurz ist, ist auf der Autobahn ziemlich geschissen. Also bei mir war es echt so, ich habe in Rotor genau unter dem Helm stehen gehabt und mich hat es durchbeilt bis zum Gehnimmer. Nachher bin ich kurz einmal auf die Afrika-Twin aufgestiegen und da ist mir gleich aufgefallen, das ist ein Windschutz, der auch funktioniert, auch auf der Autobahn, auch wenn es ein bisschen schneller wird. Ich bin aber jetzt nicht der Größte der Runde. Arlo, du bist ein bisschen größer als ich. Geht es bei dir auch noch aus oder stehst du bei dir dann mit dem Helm auch schon im Wind? Nein, es geht gerade. Wenn du das Windschild ein bisschen runterstößt, überhaupt auf der Autobahn, geht das perfekt. Da zieht der Wind schön drüber. Und für die Leute, die halt dann nur ein bisschen größer sind, das heißt Max-Partie, der braucht dann halt ein bisschen größeres Windschild. Aber ansonsten Serie perfekt für Leute bis 1,80. Passt gut, ne? Ja. Wolf, wie siehst du das? Auch keine Einwände, oder? Alles gesagt. Zum Cockpit. Bei der Afrika Twin DCT haben wir ja unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten. Ein meiner Meinung nach relativ übersichtliches Cockpit hat sich ja geändert zum ersten Modell. Ist jetzt ein bisschen übersichtlicher, hat nicht mehr ganz so viele Kasteln, da waren ja ursprünglich ganz viele einzelne Aussparungen drin. Am längsten heute damit gefahren, glaube ich, ist der Alu. Alu, wie ist es dir gegangen? Von der Ablesbarkeit, cockpittechnisch, hat dir da irgendwas gefällt oder hast du die irgendwie nicht zurechtgefunden irgendwo? Nein, also es ist eigentlich relativ, das ganze Cockpit und die Menüführung ist relativ logisch aufgebaut. Es ist halt jetzt KTFD-Display, es ist A-färbig, da kommt man mal ein bisschen was Neues bringen. Man muss halt auch im Hinterkopf behalten, die Afrika Twin ist von den drei getesteten Motorrädern jetzt die teuerste und da kommt man jetzt schon mal ein bisschen eine Kohle ins Display reinfließen lassen. Mhm. Was mich da jetzt ein bisschen stört, ist, daneben bei die Druckerl fürs ABS und für den Gravel-Mode, ja. Dass ich das jetzt nicht gleich direkt über die Menüführung auswählen kann. Aber ansonsten, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, ansonsten alles tippitoppe. Der Wolf hat mir dann vorher auch, also für mich war das ja heute das erste Mal Afrika Twin. Wolf hat mir dann auch gleich ein bisschen helfen müssen bei den ganzen Knöpfen und Einstellmöglichkeiten, weil wenn man ins Gelände geht, muss man natürlich Traktionskontrolle, ABS, solche Kleinigkeiten ausschalten. Wolf, du hast eigentlich auch nicht wirklich Probleme gehabt, oder? Dich zurechtzufinden mit Tasteln, Druckerln und hast du eigentlich gleich alles gefunden, was du abschalten willst oder hast du ein bisschen suchen müssen? Ich habe es schon gefunden, aber ich hatte auch schon das Vergnügen, recht oft mit der Afrika Twin unterwegs zu sein. Also ich habe es jedes Jahr zumindest einmal. Und was mir gefällt, was wirklich gut gelungen ist, ist das für die Traktionskontrolle. Das kann ich mit einem linken Lenker, mit einer Wippe einfach von 1 bis 7 einstellen. Und das ist schon sehr praktisch. Also wenn du in Schotter gehst, du brauchst nicht stehen bleiben oder irgendwas. Du schaltest einfach runter auf 1 zum Beispiel und das passt. Also das ist ganz gut. Das DCT ist halt immer wieder gewöhnungsbedürftig, wenn man länger nicht gefahren ist. Aber ich finde, das ist gerade, wenn man Offroad-Einsteiger ist, ganz angenehm, weil es da das Denken und Schalten abnimmt. Also du kannst dich wirklich aufs Fahren konzentrieren, du brauchst dich nicht aufs Kuppeln konzentrieren oder so, wenn du vielleicht irgendwelche diffizilen Sachen zum Fahren hast, das finde ich schon ganz gut. Wobei dieser Drive-Modus macht mich fertig, da bin ich immer im sechsten Gang. Also es geht nur Sport, meiner Meinung nach. Also gibt es Sport 1, 2, 3 und Sport 2 zum Beispiel finde ich sehr gut. Ja. Speziell, wenn man es noch nie gefahren ist, so wie ich, im Gelände bin ich halt gewohnt, eine Kupplung zu machen. Ich bin halt ein paar Mal mit der linken Hand ordentlich ins Leere marschiert. Vor allem, wenn du permanent umspringst und wechselst mit dem Moped. Aber, muss ich schon sagen, so skeptisch ich am Anfang war, es funktioniert dann doch überraschend gut im Gelände, muss man sagen. Gehen wir vielleicht noch weiter zum Lenker. Ich persönlich finde, der Lenker ist schwer in Ordnung. Das Einzige, was mir jetzt da aufgefallen ist, im Gelände fahren, wenn ich längere stehende Etappen fahre, würde ich mir wahrscheinlich schon einen kleinen Riser reingeben, dass das Ganze ein bisschen weiter rauf kommt, dass ich nicht ganz so gebückt unterwegs sein muss. Aber ansonsten, der ist schön breit, man hat ihn super in der Hand, man kann das Motorrad dadurch sehr, sehr souverän dirigieren. Alu, als Enduro-Fahrer, wie siehst du das? Passt dir das mit der Ergonomie oder würdest du beim Lenker auch noch irgendwas ändern? Nein, also bei mir passt es serienmäßig so. Ich bin zwar ein bisschen größer, aber bin es gewohnt, von der Arbeit her in der Firma bei 1000 PS immer zu buckeln. Von dem her habe ich eh schon die Position eingenommen. Nein, also ich würde da nichts machen. Du würdest das komplett so lassen, wie es ist? Ja, einfach so lassen. Mhm. Und Wolf, wie schaut es bei dir aus? Würdest du beim Lenker noch irgendwas umstellen oder taugt er? Passt genau so, wie es ist. KTM 97 Adventure. Auch da wieder Kniewinkel und Sitzposition, Männer.
Also wir haben da jetzt da die durchgehende Rallye-Sitzbank drauf, da gibt es ja noch eine zweigeteilte, habe ich gehört, ist ein bisschen gemütlicher für den Sozia. Wie ist es euch auf der Gurken gegangen? Also mir ist nur aufgefallen beim langen Autobahnfahren nach einer Zeit, dass da, glaube ich, der schärfste Kniewinkel ist. Also man sitzt da definitiv am sportlichsten drauf, für meine Verhältnisse jetzt. Aber ich habe, glaube ich, die längsten Modelbeine in der Runde. Wie schaut es bei euch aus? Na, kann man so stehen lassen. Ist auch wieder den Rest vom Motorrad geschuldet. Also wirklich das sportlichste Modell und die aggressivste Vorhaltung, also die aggressivste Haltung am Motorrad. Mhm. Ja. Genau so ist, auch wahrscheinlich deswegen, weil es die niedrigste Sitzhöhe ist und dadurch ist auch der Kniewinkel ein bisschen abgewinkelter. Ja, definitiv, ja, ist mir auch genauso aufgefallen. Dann geht es schon weiter wieder mit dem Windschutz. Ja, wie schon angesprochen, ich habe sie herbringen dürfen über die Autobahn. Mir ist der Windschutz, also da reden wir von ein paar Zentimeter, wenn das eine Spur höher wäre, würde ich den Rotor wahrscheinlich schon ein bisschen weiter raufkriegen und nicht unter den Helm eine. Beim Enduro-Helm auch noch war das dann nach einer Zeit echt ein bisschen unangenehm. Darum für mich, wie gesagt, ich hätte es mir wahrscheinlich ein bisschen höher oder das Reisewindschild von der normalen Adventure, eben, wie es auch gibt, was ein bisschen höher ist, nehmen. Wie ist es euch gegangen? Also als Enduro-Crack, hallo, du stehst sicher aufs Kurze, oder? Ja, also Autobahnfahren mit der ist nicht so leiwand, eben wegen dem Windschild, aber so da jetzt ist es natürlich perfekt, wenn du es gleich vorne runter siehst und deine Hindernisse siehst. Also so leiwand wie es auf der Autobahn ist, ein hohes Windschild, so nicht leiwand bzw. geschissen, ist dann im Offroad. Ja. Und wie siehst du das, Wolf? Genau so ist es, wobei man ja sagen muss, dass bei der 97er bei der normalen normalerweise ein hohes Windschild ist. Also für die Leute, die vielleicht nicht so extrem fahren, ist es vielleicht die bessere Lösung. Wenn du sagst, du willst wirklich viel Offroad fahren, dann ist ein kurzes Windschild. Da bleibe ich dabei besser. Dann nimmt man halt in Kauf, dass man das ein bisschen zirkt bei der Autobahn. Außerdem lassen wir die fahren auf der Autobahn. Also. Dann geht es weiter zu unserem Cockpit. Und ja, wie gesagt, da ist mir auch durch die lange Autobahn oder längere Autobahnetappe aufgefallen, dass das Cockpit das einzige Farbdisplay ist, was wir da in der Runde haben, und argerweise auch das mit Abstand am besten ablesbare Display ist. Also du hast sämtliche Informationen sofort bei der Hand, kannst alles super mit dem Joystick da links am Lenker super navigieren, hast alles eigentlich im Blick. Mir jetzt ziemlich taugt. Das Einzige, was mir jetzt nicht so taugt hat, dass ich manchmal ein bisschen zu viel auf einmal. Also ich habe am Anfang war ich ein bisschen überfordert mit den ganzen Sachen, die da draufstehen. Das brauche ich, also bin ich so nicht gewöhnt, brauche ich eigentlich nicht alles wissen. Man gewöhnt sich aber dann schnell und in Wirklichkeit ist es auch praktisch, wenn man gerade auf längerer Reise ist, wenn man wirklich sämtliche Informationen über das Motorrad hat. Wie geht's da euch, Burschen? War euch das ein bisschen zu viel oder taugt euch das, wenn du eigentlich so ziemlich alles, was du einstellen kannst, auch permanent siehst am Display? Es ist schon, es setzt sich ein Maßstab in dem Kreis, und was das Display betrifft. Du kannst es sogar mit der KTM Ride-App verbinden, mit dem Handy und so. Also das spielt wirklich alle Stückeln und ist ganz einfach up-to-date. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also schon das beste Display der Runde, oder? Seht ihr das schon so, Burschen? Definitiv. Also, ja. Stimmt, absolut, ja. Yamaha Tenere 700. Auch da wieder Kniewinkel und Sitzposition. Wir waren unterwegs mit der Standard-Sitzbank. Es gab halt noch eine Rallye-Sitzbank, damit kommt man dann noch ein bisschen höher. Standard haben wir 880 mm Sitzhöhe. Da haben sich schon ein paar im Internet beschwert, dass ihnen das ein bisschen zu hoch ist. Ist ihnen ein bisschen zu viel heuer, haben Angst, dass sie nicht runterkommen. Aber der Wolf hat euch dann auch noch was dazu zu sagen. Und ich habe gestern extra noch recherchiert und habe schon festgestellt, es gibt ein paar tolle Tieferlegungskits, sogar bis 25 mm könnt ihr das, also gemessen an der Sitzhöhe, könnt ihr das noch einmal tiefer machen, um sehr wenig Geld. Natürlich verliert man dann ein bisschen Bodenfreiheit, aber für die Kleinwüchsigeren unter euch, das ist dann auch wirklich fahrbar. Und dem Wolf ist da auch noch aufgefallen, der Schrittbogen, glaube ich, ist ein bisschen schmäler bei ihr, oder? Ja, absolut. Also gefühlt ist es weniger als 880. Ich bin schon oft auf Motorrädern mit 880 mm Sitzhöhe gesessen und die kommt mir niedriger vor. Also das ist dadurch, dass sie so schlank ist und dadurch, dass eben die Schrittbogenlänge dadurch geringer ist. Wie ist dir gegangen auf der Alu? Ja, eigentlich sehr gut. Also ich habe selten betreffend der Sitzhöhe ein Problem, ebenso wenig bei ihr. Was mir ein bisschen ungut aufgefallen ist der Kupplungsdeckel, der ein bisschen am Schienbein ansteht. Wenn man drauf sitzt, ist jetzt nicht so leibend, im Stehen komplett wurscht, aber im Sitzen steht man dann vorne ein bisschen
mit dem Schienbein an. Insbesondere wenn man einen engen Beinschloss haben will. Wenn man den rechten ein bisschen down gibt, ist überhaupt kein Problem. Aber das wäre mir jetzt zum Beispiel aufgefallen. Ansonsten tippitopp. Dann gehen wir gleich weiter zum Windschutz. Ist jetzt da, ist nicht viel. Aber es ist ein bisschen höher als bei der KTM. War bei mir in meinem Fall jetzt genau die paar Zentimeter, die was gefehlt haben. Bei der KTM, also bei mir war der Rotor dann unterm Helm weg, war ein bisschen höher. Für die Autobahn und Landstraße wahrscheinlich für mich wesentlich leibender als bei der KTM. Aber eben trotzdem nicht so, dass das irgendwie im Weg ist oder anfängt, dir in den Helm reinzufahren, weil es sehr, sehr steil dasteht, dank der wunderschönen Rallye-Optik. Burschen, wie ist es euch zwar damit gegangen? Ja, ich glaube gar nicht, dass es höher ist, sondern dass es eben ist, weil es gerade steht und ein bisschen weiter vorne ist. Ich glaube, es ist ein bisschen weiter weg, gefühlsmäßig. Mhm. Also, dass das Cockpit da ein bisschen weiter weg ist bei dir, aber auf alle Fälle, weil es gerade steht, dadurch ist der Windschutz recht gut. Schon, ja. Also überraschend gut auch. Es ist ja sehr schmal. Also wenn ich da drüben, wenn man zu Afrika twin schon, da ist das, glaube ich, ein Drittel breiter oder was. Aber beim Fahren dann eigentlich überhaupt kein Problem. Alu, Rallye-Windschild, taugt da, oder? Na, da bin ich jetzt, da muss ich jetzt widersprechen, weil so eine Autobahn ist mir genau ins Gesicht gefahren. Ich habe dann probiert, mich irgendwie auf, links, rechts, habe mich überall anblasen. Aber im Offroad-Fahren passt. Also du siehst, wenn es stehst, siehst du schon drüber und passt optimal. Und wer halt wirklich viel Überland fährt bzw. Autobahn fährt, ja, der muss sich da anders aufmontieren. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon wieder zum Cockpit. Da haben wir bei der Yamaha mit Abstand das spartanischste Cockpit. Es ist das Notwendigste drauf, muss man sagen. Das Einzige, was man da jetzt großartig einstellen kann, wir haben zwei Tasten zum Durchklicken für die Menüs halt, also für die Anzeige, was ich da jetzt sehen kann, und eine Taste, um das ABS abzuschalten. Das war's eigentlich. Alu, dir ist da was ein bisschen negativ aufgefallen, hast gesagt, speziell wenn du ein bisschen wirklich im Gelände herumratterst. Was war das genau? Wie gesagt, immer auf der Straße überhaupt kein Thema, aber im Gelände dann, je unruhiger die Straße wird, desto mehr fängt das Display zum Vibrieren an und wird dann praktisch nicht mehr ablesbar. Also das ist ein Punkt, wo man vielleicht ein bisschen nachhaken könnte, obwohl wir haben gestern geredet darüber, das ist ja gewollt so gemacht anscheinend, oder? Ja, es ist auf jeden Fall Gummi gelagert, damit es halt nicht anreißt, wenn es einmal, also wenn ich das jetzt, dürfte da rechter Gewicht haben, das Ding, wenn man das fest irgendwo da vorne ans Plastik anmacht und es schäbert und man fährt sehr viel Gelände, kann es da passieren, dass irgendwas einreißt oder gar abbricht und Japaner typisch, die gehen immer daran nur sicher, dass dann nichts gleich mal hin wird, anreißt oder so, die wollen halt, dass das hält. Ne? Wolf, fehlt dir was als Fernreisender bei dem Display? Hättest du vielleicht doch noch gern das eine und die ein oder andere Information für die längere Reise oder würde dir das auch reichen? Es fehlt mir nichts, weil eben das Motorrad relativ puristisch daherkommt, aufs Wesentliche beschränkt und so passt auch das Display dazu. Was mir gefällt, ist diese Roadbook-Optik, das hat ein bisschen was, das passt in das Bild von dem Motorrad. Das Motorrad hat ein bisschen was von einem Rallye-Motorrad, also nicht nur ein bisschen was, also es schaut ja auch noch der ursprünglichen T7-Studie sehr ähnlich. Also das ist ja selten, dass ein Motorrad dann auch wirklich so am Markt kommt, wie es 3 Jahre vorher vorgestellt worden ist. Also das ist nicht viel anders geworden. Und das Roadbook-mäßige Display hat was. Natürlich, es ist, was die Anzeigen betrifft, spartanischer, kann es nicht mit der KTM vergleichen, aber es passt ins Bild. Im Web habe ich viel, also das polarisiert, muss man sagen. Ich habe Positives gelesen, so wie du sagst, Rallye-Roadbook-mäßig Design. Viele andere Fahrer meinen halt, es ist einfach nur ein 4G Castle hinpickt vorn. Ja, Geschmäcker sind verschieden, mir taugt es auch. Wolf, du machst ja regelmäßig weitere Touren. Auch richtig weit raus einmal und auch mit richtig viel Gelände. Was würdest du jetzt sagen, ich glaube, das kann man auch allgemein für alle drei Maschinen sagen, was darf auf keinen Fall fehlen, beziehungsweise wo würdest du vielleicht noch ein bisschen mehr Schutz installieren bzw. aufwerten? Auf alle Fälle ein gescheiter Motorschutz, weil was beim Schotter raufkommt, was da auf der Vorderreifen raufhaut, das ist einfach, das gehört gescheit geschützt, das ist dann nicht wirklich serienmäßig. Ein vernünftiger Sturzbügel auch für die Verkleidung für den Motor ist immer gut, ist nicht schlecht, wenn man hat. Gescheite Handguard, weil ich sage jetzt einmal, beim ersten Sturz wird man den beleidigen, beim zweiten wird man zerstören. Bei Klappspiegeln ist das so eine Sache.
einerseits ist der Spiegelverbrauch dadurch geringer, andererseits wieder vibriert es dann auch ein bisschen mehr. Also hast dann nicht so einen ruhigen Spiegel. Also das ist eine Geschmackssache. Das wird jeder für sich selber beim Reisen entscheiden. Hat er bei einer Reiseentour einen Klappspiegel oder hat einen starren? Bei Offroad-Reisen ist es kein Nachteil, wenn man einen hat. Mhm. Aber sonst kommen die schon sehr gut daher. Wenn man schaut, die Tenere hat sogar einen klappbaren Bremshebel, Ganghebel, glaube ich, haben sie alle drei klappbar, und auch die Honda, glaube ich, nicht. Aber das ist schon auf sehr hohem Niveau alles. Ja, und selbst Fußrasten sind eigentlich bei allen relativ breit. Bei der Twin könnten es vielleicht noch ein bisschen größer sein. Sind alle mit Plastik bzw. so ein Gummi gegen die Vibration natürlich versehen. Kann man aber bei allen drei ganz einfach entfernen und dann schön mit den Enduro-Stiefeln fahren und man hat eigentlich kein Problem. Genau. Auf der Straße ist das Gummi gut, Offroad brauchst du dem nicht. Bei der Africa Twin ist es auch schon ein bisschen größer als bei der ersten. Die erste hat wirklich ganz kleine Fußrasten gehabt, die einer Reiseentour nicht würdig waren. Jetzt sind sie schon ein bisschen größer, aber noch nicht ganz im Spitzenfeld. Also da gibt es einige Anbieter am Markt, die von Haus aus bessere Fußraster verbauen. So, summa summarum, drei Botzen-Motorräder und drei richtig gute Reiseenduros. Die KTM und die Yamaha kommen sich schon sehr, sehr nahe. Die Honda 35 Kilometer, das merkt man schon. Aber man kommt mit ihr trotzdem wirklich verdammt weit. Und wenn man so fahren kann wie der Alu, kommst du genauso überall hin. Überhaupt kein Problem. Ich hoffe, wir haben euch da jetzt ein bisschen einen Überblick bringen können. War nicht leichter, wirklich diese feinen Unterschiede rauszumerken. Was mich jetzt noch wirklich interessieren würde, ist, was von diesen Motorrädern fahrt ihr, beziehungsweise seid ihr schon Probe gefahren, was wollt ihr euch kaufen und wenn ihr es schon habt, was macht ihr damit, wie bewegt ihr sie, wo fahrt ihr hin, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Wenn ihr schon dabei seid, gebt uns einen Daumen hoch für das Video, wenn es euch taugt hat, wenn es euch nicht so taugt hat, dann nicht. Und ansonsten abonniert bitte unseren Kanal. Bringt uns nämlich immer wieder weiter, noch bessere, noch leibendere Videos zu produzieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.